viel denken sich, das da oben mit Komparell und so, das ist alles ganz normal, aber das ist nicht. Es ist schon ein sehr schöner Fleck. Das sind zwei große Faktoren. Erstens in der aktiven Zeit das Vorleben des Berufes. Also wenn ich meine Kinder nur einmal vorjammer, was das für Scheiß ist und so weiter, nachher werden die nicht gar so motiviert sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist das Loslassen. Wenn ein Kind sagt, ja, ich mache das, dann muss ich auch loslassen können. Nicht sagen, aber du machst das so und so und so und so. Ein Schweizer Gast hat zu mir einmal gesagt, und der ist auch in der Meinungsbildung tätig und so weiter, also in seinem Beruf, der hat zu mir einmal gesagt, so eine Pause ist für ihn einmalig, weil er kennt keinen Ort in dieser Qualität, wo neben einem Fünf-Sterne-Haus noch ein Misthaufen sein kann. Und das stimmt. Der Faust hat da immer noch, obwohl, wenn man so oberflächlich drüber schaut, wird man das nicht sehen, aber der Faust hat immer noch den Charakter in vielen Teilen, den es früher gehabt hat, obwohl das so ein intensiver Tourismusort ist. Viele denken sich, das da oben mit Comparell und so, das ist alles ganz normal, aber das ist nicht. Das ist eine wunderschöne Landschaft. Mit einer riesen Almwirtschaft. Es ist schon ein sehr schöner Fleck. Da im Fiss hat man einen guten Spruch, der Unterschied zwischen einem Unterländer und Wiener da im Oberland, wenn oder überhaupt. Ein Wiener zum Beispiel, wenn sich zwei Wiener treffen, die sagen, man hat schon lange nicht mehr gesehen, wie geht's denn hin und hin und her und ein riesen Palaver. Wenn sich zwei Oberländer treffen, die sagen, dann sagt der eine zum anderen, also lang nicht sein, nachher sagt der andere wohl. Das ist der Unterschied. Nicht viel belabern, aber tun.